Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Niklas Kreuz, INVIOS, das Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung. Ja, und Sie sind Experte für Neurofinance. Ich würde es abkürzen mit die Geldverarbeitung im Hirn. Wie würden Sie es definieren? Ja, erfassen von Verhaltensanomalien, die zu Marktanomalien führen. Sie haben ja offiziell das Institut für Vermögensverwaltung und Vermögenssicherung. Vermögensverwaltung bedeutet, es soll mehr werden. Vermögenssicherung bedeutet, es soll gesichert werden. So eine richtige Korrektur kam jetzt nicht wirklich. Eine kleine Delle im Herbst. DAX -5, -7% so ein bisschen. Ist jetzt eher die Zeit für Vermögenssicherungsmodus? Also Achtung, der Herbststurm kommt noch. Oder eher die Zeit für Vermögensverwaltung? Also es wird mehr. Ich würde es in drei Dimensionen beziehungsweise sogar vier Dimensionen aufteilen, aber kurz vorweg die Spannung zu nehmen. Wir werden neue Allzeithochs bis Ende des Jahres sehen an allen Leitbörsen. Begründet ist unser Ausblick einfach darin, dass wir mikroökonomisch, wir haben es ja gesehen, hervorragende Zahlen bisher gesehen haben für Q3. Ich nenne da nur JP Morgan als Beispiel. Wir haben von der Technik, Sie haben es richtig schon auch gesagt, ein ordentliches Momentum, die gleitenden Durchschnitte, die 20er, die 38er, 50er, 100er und 200er. Also die Durchschnitte bei den Leitbörsen sind alle auf grüne Ampeln gestellt, bis auf TecDAX, MDAX, das ist ein bisschen, hat eine andere Art, aber ansonsten haben wir auch von der Technik einen sehr positiven Bias und das Momentum stimmt einfach. Also so jeglicher Dip, wie Sie es auch gerade schon erwähnt haben, wird gekauft, dass wir eigentlich nur noch als weitere Variable, als dritte Variable dann von der mikroökonomischen Seite, von der technischen Seite dann zur makroökonomischen Seite gehen. Und jetzt gibt es das Schreckgespenst der Stagflation in aller Munde, aber letzten Endes ist es ein dynamischer Nachholeffekt, ein Neustart nach dem Lockdown und es ist nur durch die unterbrochenen Lieferketten letzten Endes begründet. Und das ist nur temporär. Von daher, die Börse nimmt das ja oder es kommt ja das rund 6 Monate im Voraus, sodass wir, denke ich, da keinen Vergleich zu dem Ölpreisschock von 73 oder 79 sehen und deshalb wir sehr positiv gestimmt sind. Also Vermögensverwaltung im Sinne von Vermögensmehrung, aber man sollte eben halt auch immer darauf achten, dass man Vermögenssicherung betreibt. Das ist das originäre Geschäft des aktiven Fondsmanagers. Das heißt, auch Sie freuen sich schon auf die mögliche Weihnachtsrallye. Jetzt mal so als Fondsmanager gedacht, wie viel Liquidität haben Sie schon? Sind Sie dann schon voll investiert oder erwarten Sie noch einen Dip? Wie sieht's da aus? Also wir haben in den letzten Dips, die jetzt ja durchaus im August und na, eigentlich eher mehr im September entstanden sind, das war ja auch ein saisonal schwacher Monat, wie zu erwarten war, gehen wir fest von diesem saisonalen Effekt aus. Wir haben sage und schreibe 4.000 Euro in unserer Basisstrategie noch als Liquiditätsquote, das kann man wirklich im Promillebereich sehen. Das heißt also, wir haben den Rücksetzer immer wieder neu gekauft und haben die Aktienquote aktuell auf über 70% hochgesetzt. Das ist bei einem Mischfondsmandat in einer ausgewogenen Variante durchaus ein erhöhtes Aktienexposure. Gehen wir in die Details ein. Was ist gerade an den Märkten los? Wir haben die Berichtssaison. Wie lief die denn bisher aus Ihrer Sicht? Hervorragend. Ich führte jetzt ja gerade seit letzter Woche ja die beginnende Earnings Season an, wo gerade insbesondere die US-amerikanischen Banken, der gesamte Finanzsektor, hervorragende Zahlen gebracht hat. Allein JP Morgan hat im letzten Quartal über 11,7 Milliarden US-Dollar verdient. Das muss man sich mal vor Augen führen, dass das im Jahr zuvor 25% weniger war. Und als auch Bank of America, Goldman Sachs, also die Banken, die da ja in der Regel ja auch als Frühindikatoren, als gute, valide Frühindikatoren gelten, haben eigentlich positiv überzeugt. Und wir sehen es jetzt ja auch mit gestern nachbörslich Netflix, Apple, die Zahlen. Das ist alles in einem sehr, sehr positiven Zustand, auch wenn man die Flüsterschätzung einfach auch sieht. Von der Seite aus erwarten wir eine Jahresendrallye. Geldsegen der US-Banken. Das kommt mir vor wie so das alte Märchen von Pechmarie und Goldmarie. Wir Europäer mit unseren Banken, wir gehen ja eigentlich durch die gleiche Krise, also durch das gleiche Tor wie Goldmarie und Pechmarie. Doch warum haben nur die US-Banken dann diesen Geldsegen und unsere Banken kleben da eigentlich immer noch rum mit diesem schwarzen Pech?
Es liegt einfach darin begründet, dass Politik es oft gut meint, aber es dann doch in der Regel schlecht macht. Wir haben einen neoklassischen Ansatz in den wirtschaftlichen Zusammenhängen in Amerika. Man hat die Banken massiv rekapitalisiert, sie entschuldet. Und in Europa ist es nicht gelungen. Man hat nicht nur einen Overbanked-Sektor, sondern man ist immer diesen Weg gegangen. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. In der Form hat man einfach viele malade Banken auch weiterhin, insbesondere auch in Deutschland, hat man überleben lassen und hat dort dann nicht die Krise genutzt, um einfach mal Tabula rasa zu machen, um einen Schrecken mit Ende letzten Endes herbeizuführen. Und daran krankt derzeit auch noch das europäische Bankensystem. Was haben wir noch? Sie haben vorhin die Energiekrise der 70er Jahre angesprochen. Wir haben ja hohe Energiepreise, besonders die Ölpreise. WTI steht bei rund 81 und der Preis für das Nordseeöl Brent bei 84. Die Energiepreise steigen? Ja, aber das haben ja eigentlich die Ölpreise schon öfters gemacht. Und die haben wir schon öfters mal bei 80 gesehen. Gibt es auch hier einen Neurofinance-Aspekt, die Geldverarbeitung im Hirn, jetzt die psychologische Verarbeitung der hohen Energiepreise? Ja, in der Tat. Sie haben es gerade sehr korrekt beschrieben. Das WTI ist um 71% hat es sich verteuert in diesem Jahr. Und wenn Sie im letzten Jahr nach Öl überhaupt eine Nachfrage gestellt haben, da wurde Ihnen ja quasi das Öl geschenkt und Ihnen noch Geld dazu gegeben. Ich erinnere an den 17. April, wo wir massiv unseren Kunden auch immer wieder den Hinweis gegeben haben, Öl ist sehr, sehr stark unterbewertet. Das war eine ganz klare psychologische Überreaktion beziehungsweise Unterreaktion nach unten. Und wir haben jetzt eigentlich eine Überreaktion. Die ist teilweise auch fundamental begründet. Wir haben einen sehr kalten Winter gehabt im letzten Jahr. Dadurch sind die Gasvorräte weit runtergegangen. Es gibt in Osteuropa durchaus den einen oder anderen Protagonisten, der das auch als politisches Druckinstrument nutzt. Wir haben die OPEC, die sehr bewusst darauf achtet, den Ölpreis auf diesem Niveau zu halten. Aber es kommen dann auch wieder neue Marktakteure oder alte, die bisher ihre Stätten auch geschlossen haben, wieder an den Markt, sodass diese politische Marktform, dieser schumpetersche Prozess dann einsetzt. Das heißt, während man in Saudi-Arabien nur den Finger in den Sand stecken müsste und Produktionskosten für einen Barrel von 7 bis 12 US-Dollar hat, rechnet sich Fracking jetzt wieder in den USA. Das bedeutet, zwischen 40 und 70 US-Dollar sind dort je nach Region die Produktionskosten. Und dann wird das Angebot eben halt, dann geht das nach oben und von daher wird sich dann auch der Preis wieder normalisieren. Aber wir stellen momentan leidlich in unserer Börse fest, was aktuell an den Zapfsäulen abgerufen wird. Das hat viel mit Psychologie auf der Nachfrageseite zu tun, in der Tat, als auch auf der Angebotsseite. Warum jetzt viel Psychologie? Weil wir vielleicht auch zu viel in den Medien hören. Oh, es ist teuer. Es ist teuer. Na, die Bevorratung, glaube ich, wird weniger stattfinden, sondern es gibt einfach Marktakteure, die sich vor einem steigenden Preis absichern. Das macht das insgesamt dann auch auf der Future-Seite letzten Endes teurer. Und auf der Angebotsseite haben wir halt eine Angebotsverknappung. Wenn das zusammenkommt, dann schaukeln sich diese Prozesse eben halt zu Marktanomalien hoch, sodass wir aufgrund einer Angebotsverknappung und einer stetigen steigenden Nachfrageseite dann einfach solche Preisübertreibungen haben, weil der Preis letzten Endes immer nur ein Mittler ist von Angebot und Nachfrage. Und die Auswirkungen sehen wir aktuell. Wir hatten ja heute Vormittag schon mal kurz telefoniert, unterhalten ein bisschen, da sagten sie, oh, sie stehen früh um 4 Uhr auf. Und ich sagte, da, ja, wirklich? Stimmt das wirklich? Sie verfolgen den Nikkei, starten dann um 4? Wie sieht denn so Ihr Alltag aus, Ihr Arbeitsalltag? Ja, es ist kein 9-to-5-Job, aber es ist viel Leidenschaft dabei. In der Tat, unsere Systeme funktionieren nach der Momentumstrategie. Wir gehen fest davon aus, dass sich Kapitalmarktbewegungen wellenförmig über den gesamten Planeten an einem Tag ergeben, sodass sie im Prinzip mit dem japanischen Markt dann auch starten und wir dann doch sehr valide eine Stunde vor Eröffnung der europäischen Börsen schon erkennen können anhand der Entwicklung der asiatischen Märkte, wie dann Xetra oder überhaupt der europäische Markt auch aufmacht. Und auf der Basis können Sie ja letzten Endes auch schon sehr valide gegen 13, 13:30, 14 Uhr sagen, was in Amerika passiert. Außer es kommt natürlich ein exogener Schock. Man hat irgendwelche Nachrichten, die nicht eskortiert werden, sodass
der Tagesablauf durchaus etwas verlängert ist, aber man ist, glaube ich, sehr gut beraten, wenn man die Informationen, die einem, wenn man früher aufsteht, letzten Endes zur Verfügung stehen, dann auch nutzen kann. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das ist am Kapitalmarkt definitiv eine schöne Allegorie. Nikolaus Kreuz, herzlichen Dank. Sie sind Neuro-Finance-Experte, also die Geldverarbeitung im Hirn mit einem 4-to-21-Job. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.